kam. Ja, meine Lieben, ich war mal wieder beim öffentlichen Training für euch. Diesmal wirklich nur etwas kürzer und knackiger, da ich noch in die Arbeit muss. Aber die wichtigsten Infos waren, Nathan Mboku ist da. Ich habe hier auch ein bisschen Videomaterial zu ihm gesammelt. Ja, könnt ihr euch so ein bisschen zumindest einen Eindruck von ihm machen. Also er hat beim Testspiel sehr viel auf rechts außen gespielt. Kann auch sein, dass er dafür die rechte Seite geplant wird. Man sieht auf jeden Fall schon, er kann dann auch links und rechts spielen. Das wird flexibel. Auf jeden Fall beim Training war er sehr viel auf rechts außen, konnte dann auf seinen linken Fuß immer ziehen, ja, nach innen aufgezogen. Hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall zuzugucken. Na, auch den Zuschauern hat es förmlich Freude gemacht, habe ich schon gesehen, dass wir mit Kelvin Yeboah und ihm einfach so zwei Techniker und flinke Spieler im Kader haben. Ansonsten Petkov war nicht mehr da, der wird ja nach Fürth verliehen, Vertrag wurde aber bis 2026 verlängert. Na, ich mache nur so eine Info kurz für euch, dass ihr wirklich auf dem Laufenden seid. Ja, genau, Laie erstmal bis zum Ende des Jahres, Vertrag bis 2026 verlängert. Natürlich alles Gute an Petkov. Und Iago waren beide im Training, also sehr erfreulich natürlich, dass sie wieder hier mit im Mannschaftstraining sind. Also könnte auch zeitnah wieder ein Thema werden für den Kader, ja, für unsere Pflichtspiele. Also sehr, sehr gute News auf jeden Fall. Und natürlich er hier, Renato Vega, war nicht da. Noch habe ich hier keine offizielle Bestätigung, dass er kommt. Kann natürlich jetzt im Laufe der nächsten Stunden passieren oder auch nicht. Wir werden sehen, ob dieser Deal dann durchgeht. Er war auf jeden Fall nicht vor Ort. Und ja, wir werden wohl in den nächsten Stunden dann mehr erfahren. Stand jetzt weiß ich auf jeden Fall nicht mehr. Morgen kommt aber dazu eh noch ein XXL Video. Ruben Wagers Gerücht zu Udinese Calcio gab es ja auch. Ja, hier ist nichts dran. Udinese Calcio hat einen Stürmer geholt für den Flügel, Tivor. Ich weiß jetzt nicht, wie man den ausspricht, aber es war schwierig auszusprechen. Auf jeden Fall hat Udinese auf dieser Position, wo Vargas vielleicht ein Thema oder in den Gedanken war, einen Spieler geholt. Er wird bei uns bleiben. Stand jetzt ist da nichts dran. Und ich glaube auch, dass Ruben Vargas uns noch sehr viel Freude bereiten kann. Aber dazu vielleicht dann in einem anderen Video noch mehr Worte, weil wir ändern gerade wirklich unsere Spieler und ich bin überzeugt, dass Ruben Vargas ein klasse Spieler ist, der uns auch noch viel Freude machen kann, wenn wir nicht mehr so viel lange Bälle spielen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den kurzen, knackigen Eindrücken. Es ist diesmal ein bisschen weniger. Nein, ich habe mich ein bisschen auf Mboku konzentriert. Sind wir wieder am FCA-Gelände, da hinten die WWK Arena, öffentliches Training. Mal sehen, ob wir Mboku und die Neuen sehen. Vielleicht ist auch Vega schon da. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und mal schauen, was für Eindrücke ich heute für euch sammeln kann. Servus. Das ist ein Empfang, ja. Hallo, servus. Servus, unser Neuzugang. Jawohl. Herrlich, das ist ein Empfang hier. Hier wieder dahinter, ne? Servus. Hallo. Welcome. So ein Ball kann er was. Ja, ja, jonglieren ist er fit. Ja, er schaut schon gut aus. Thomas! Iago macht individuell Aufbautraining, getrennt von der Mannschaft. Also schön, ihn auch wieder im Training zu sehen. Die Mannschaft findet wieder frei. Aaron, give me the cup. Pass hard, yeah.
Arne Engel, Spieler der Stunde, so ein bisschen. Sensationellen Einstand.